So, wir haben hier Strahlemann Sebastian Siebrecht von den Sportfreunden Katermärch. Er kam heute mal wieder in den Genuss eines Sieges. Ab und zu funktioniert's. Ja, gegen Lars Tiede, ne? Ja. Erzähl mal ein bisschen was über deine Partie von heute. Ja, gegen Lars ist witzigerweise gewinnt immer der Schwarze. Also mir ist von nämlich freundlich die schwarzen Steine. Wir haben 4 Partien gegeneinander gespielt. Und war englisch die Eröffnung. Dann habe ich eine Variante gespielt, die ich witzigerweise die letzte Woche in Vakansee kennengelernt habe. Da hat mich mein Gegner mit den schwarzen Steinen das gespielt, der Ivan Ivanisevic. Eigentlich ein sehr interessantes, also ein System, das eigentlich gar nicht so publik ist, mit Spieler GE7. Ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Option, weil man dann auch immer noch einen Künstler angreifen kann. So kam es dann auch in der Partie, kam ein frisches H5, H4, wo ich einen Platz sitzen hatte, aber ganz gut abgefedert. Aber danach war ein Durchbruch im Zentrum mit D5 und dann kam eine ganz gute Struktur raus. Und dann habe ich ihn eigentlich massiert und diesen Bauern eigentlich nachher auch gewonnen. Dann ging es aber taktisch nachher so, dass ich dann Turm mit 2 Bauern für 2 Reichsfiguren gehabt habe im Endspiel. Und da hatte Lars wenig Zeit und dann hat er es nicht den besten Weg gefunden und hat dann ziemlich schnell verloren. Mhm. Der Kampf insgesamt läuft jetzt aber nicht so gut für euch, ne? Nee, mir wurde gerade erzählt, dass wir Matten 2 ausgelassen haben, 2-mal. Und einer hat in Remisstellung die Zeit überschritten. Das ist also schon nicht so gut, nicht so erfreulich. Außerdem hat heute auch eine Partie gelang ganz gut zu 0-1 hinten, bei einer Partie gegen 17 Züge mit Weiß verloren. Das ist natürlich nicht so gut, aber da haben wir uns erstmal zurückgekämpft ins Match. Hinten hat die letzten beiden Partien gewonnen. Und ich denke, wenn wir Glück haben, spielen wir 4. Also gegen Berlin tun wir uns immer schwer. Letztes Jahr haben wir 7-1 eine Klatsche gekriegt. Da haben sie sich natürlich gefreut wie die Schneekönige. Aber ich hoffe mal, dass es noch viel, viel wird. Dann sind wir 2 Schläge, haben wir 10 Punkte. Aber sonst müssen wir morgen gegen Hamburg gehen, die wir immer eigentlich die Punkte da lassen, eher das reißen. Aber wir lassen uns überraschen. Gestern gegen Mühlheim lief es ja auch schon nicht so gut, ne? Auch für dich nicht, ne? Genau. Also ich habe auch die Öffnung eigentlich nachlässig gespielt, konnte halt einfach klaren Vorteil erspielen mit auch A statt H3 und einfach bessere Struktur langfristig. Und stattdessen habe ich dann einen Bauern eingestellt, wollte dann verwickeln, habe dafür 2 Bauern geopfert, das ging eigentlich gar nicht. Und dementsprechend habe ich dann auch ohne Chance verloren und der Kampf war auch, da wir am ersten Brett nach 1,5 Stunden glaube ich schon verloren hatten, der Burg einen sehr starken Vortrag für Mühlheim gezeigt hat, haben wir sehr früh eigentlich ausdrucklos zurückgelegt und die beste Stellung eigentlich war die von Klaus Bischoff gegen Konstantin Lender, aber die wurde auch gemietet. Und am Ende standen 4 Remis und 4 Niederlagen, also klare Niederlagen, kann man nicht sagen. Müssen wir jetzt leider unseren Reisepartner in der Tabelle von uns vorbeiziehen. Ist okay, kommen wir zum Vakansee. Du hast ja als einziger Deutscher dort mitgespielt, ne? Ein ganz großes Turnier insgesamt und ja, nochmal, versuch mal in zwei Minütchen alles zusammenzufassen, deine Eindrücke, der sportliche Verlauf und ja, ist schwer. Also für mich ist Vakansee ganz klar Mekka des Schachs. Das ist für mich das schönste, größte, interessanteste Turnier der Welt. Organisation ist geradezu perfekt. Es gibt 3 Großmeistergruppen, man spielt zusammen mit Arnand, Carlsen, analysiert mit denen, hat Happenings, verschiedene Veranstaltungen vor den Feiertagen, also es gibt 3 Restruhetage. Da gibt es dann auch tolle Events mit Landsäden, Blockarten und all sowas. Und Ausflüge, schöne Städte, Amsterdam, Kopenhagen. Und generell ist das Turnier sportlich super interessant. Also in der Gruppe, in der ich gespielt habe, ist die C-Gruppe. Da spielen eigentlich immer nur Jungstars oder Legenden. Ich weiß nicht, zu welchem Genre ich gehören sollte, aber insgesamt ist es halt einfach so, man muss sich da wirklich extrem hart beweisen. Haben auch in den vergangenen Jahren haben wir auch Arik Braun und Klaus Bischoff da gespielt und früher andere Deutsche. Erik Luckmann hat das auch gewonnen, das Turnier. Und das ist immer sehr, sehr schwer, weil man spielt eigentlich die ganze Zeit gegen junge Talente, die voll bombardiert sind mit Eröffnungswissen. Da bin ich leider auch teilweise in eine Variante reingelaufen, da habe ich eigentlich ohne Spiel aber verloren. Und aber vielleicht wird das ja mal ein Weltmeister, dieser Wischnik zum Beispiel, der ist 14. Und dann war Vagatuba, hat das Turnier gewonnen, der ein sehr interessanter Spieler auch, hat fast alle Partien mit Weißes gewonnen, hat insgesamt jetzt 15,5 aus 16. Nicht schlecht im Weg in 2 Jahren. Und für mich selber ist es eigentlich, der Auftakt ist ganz gut gelaufen. 2,5 aus 4, rein punktemäßig völlig in Ordnung. Allerdings habe ich 2
halbe Punkte liegen lassen mit plus 3, plus 4 Stellungen. Wenn ich die dann gewinne, wäre es richtig fett gewesen und dann hätten wir mal gucken, was noch geht. Aber so bin ich dann relativ schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgebremst worden nach dem ersten Ruhetag. Da habe ich nämlich dann 3 Partien in Serie verloren. Konnte mich dann aber zurückkämpfen ins Turnier durch einen schönen Sieg gegen den ranglisten Ersten, Kaschkalev. Die ist auch wirklich schön zum Nachspielen. Ich war sowieso 5-mal in diesem Schönheitspreis für Wickets. Es gibt also jeden Tag einen Preis für die beste Partie. Leider halt nicht immer auf der richtigen Seite des Brettes, aber insgesamt war das schon sehr, sehr schön. Und wie gesagt, ich kann es nur jedem empfehlen. Und ich habe auch gut Werbung gemacht, dass jedes Jahr ein Deutscher eingeladen wird. Liegt nicht alles in meiner Macht, aber ich hoffe, dass er auch in den nächsten Jahren meine Arbeit viel Zielgruppe spielen kann. Zum Beispiel jetzt Niklas Uschmidt, habe ich jetzt auch schon gedacht, direkt deutscher Meister, junges Talent, das wäre eigentlich eine Option. Aber ich glaube, der macht jetzt gerade einen Schach, ja, aber nächstes Jahr ist vielleicht schon mal zu spät. Weiß man ja nicht, mit unseren Jungtalenten, die äußern sich ja dann auch alle, dass sie dann irgendwie doch nicht mehr Schach spielen wollen. Und bei den Holländern muss man ganz klar sagen, super Konzept. Die lassen halt, die fördern richtig ihre Jungstars, also wie Smeets, jetzt Anne Spiele, der kommende Mann, also von dem ich wirklich begeistert und da lasse ich mich überraschen, dass er nämlich gut 16 Jahre alt, hat 50% in der Arbeit gemacht, hatte in Arland Weltmeister am Rande der Niederlage, hat gewonnen gegen Carlsen in 22 Zügen mit Schwarz. Also das ist der kommende Mann eigentlich und auch Erwin Lamy durfte auch in der A-Gruppe spielen. In der B-Gruppe Wouters Buhlmann und Friesen Leiber, okay, das sind jetzt nicht mehr die ganz guten Talente, aber in der C-Gruppe dann auch Benjamin Bock, der spielt auch hier bei uns in der Bundesliga für Remagen. Robin van Kampen spielt für Bochum U2 in der zweiten Liga. Das sind so die kommenden holländischen Stars. Wäre natürlich auch schön, wenn man sowas in Deutschland umsetzen kann, sprich die Londoners grüßen. Da hatten wir die 4 Superstars mit Kramnik, Carlsen, Nakamura und Arland mit 4 stärksten Engländern. Vielleicht ist es ja auch mal dort möglich. 4 Deutsche, wie haben wir das? Die Stärken, die alle auf einem Niveau mittlerweile fast sind, mit Georg Meyer, Daniel Friedmann, Jan Gustafsson und natürlich Akad Almeisch. Ein bisschen besser, der wird das wahrscheinlich nicht so gehen. Ich denke, dass die 4 sich jetzt schön gegenseitig pushen werden und dass wir daher auch für die Zukunft eine super Nationalmannschaft haben. Und ich würde es den 4 halt einfach gönnen, so ein richtiges Weltklasse-Turnier mal zu spielen und mit dem Besten mitzuhalten und zu gucken, was geht. Und wie gesagt, insgesamt, Balkan-C kann ich nur empfehlen, immer eine Reise wert. Auch, man kann in einer anderen Gruppe spielen. Ich glaube, 1-2 Minuten sind vorbei. Ich glaube, wenn ich den lassen würde, würdest du einfach weiterlabern, bis der Akku leer ist. Ja, ja. Du hast nicht gestoppt, aber ich habe es selber gemerkt, dass du... Leute, fahren nach Balkan-C. Sebastian, vielen Dank, vielen Dank. Geschichte. Klasse. Danke, dass du einfach mal... Und für die Amateure, darf man ganz kurz sagen. Also, ja. Ich spiele 1500 Leute mit, auch in den Reservegruppen. Und das System in Balkan-C ist wirklich so, man kann in der untersten Gruppe anfangen, nach Elo-Zahl gepusht, kann man sich 10-mal qualifizieren und dann spielen wir in der A-Gruppe. Man muss nicht jedes Jahr in seine eigene Gruppe gehen. Also von daher auch für alle Zuschauer interessiert, einfach mal mitspielen, kann ich nur empfehlen.